Karas-Akarak ist gesichert, mein Fürst und Hochkönig. Angesichts eures furchtbaren Zorns treten die Feigengrün heute den Rückzug an. Die Blutspeere verseuchen die Berge im Osten und errichten ihre Hütten inmitten eurer heiligen Säulen. Noch ein Groll, der korrigiert werden muss. Und zwar bald. Denn die Herzöge der anderen Zwergenfesten werden keinen Hochkönig dulden, der sein Reich nicht sichern kann. Im Süden lauern Urki und Grobi. Immer bereit, euer Volk anzugreifen. Sucht unter eurem Volk nach Verbündeten, denn hier brodeln viele Grolle. Das Karas-Ankor wird obsiegen. Und weder Grünhaut noch sonst jemand wird sich euch entgegenstellen. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bzw. einem weiteren Let's Play von Total War Warhammer 2 mit den Zwergen. Ich habe immer Angst, es falsch zu sagen. Wir spielen die Zwerge, wir haben schon mehrfach gestartet. Einmal hat es mir einen Speicherstand gekillt. Das zweite Mal wollte ich ein bisschen schnell voran. Das war nicht so gut. Wir haben hart auf den Sack gekriegt. Und mit den Zwergen stehen die Zeichen nicht so gut. Wir sind aber verbissen. Wir schaffen das. Es ist wie immer ein Live-Let's Play. Das heißt, ich streame das und lade dann das auf YouTube hoch. Das heißt, wenn ihr das auf YouTube guckt, ich werde die Fragen im Chat, die dann gestellt werden, worden sind, werde ich vorlesen, damit man auch weiß, was Sache ist. Also, ich probiere auch wieder ein bisschen mehr zu erklären, auch wenn ich mich jetzt natürlich gefühlt wiederhole, weil wir schon mal ein paar Mal probiert haben. Wir schaffen das aber. Wir starten direkt mit einem Angriff. Let's go. Das schlachten wir natürlich selber, wir hauen den in die Pfanne. So, also mit den Zwergen. Die Strategie sieht folgendermaßen aus. Wir müssen gucken, dass wir relativ gut an Geld kommen, dass wir einen schnellen Wachstum der einzelnen Städte haben, dass wir die auch besser verteidigen können, damit wir dann von einer gesicherten Position aus agieren können. Die Orks sind und werden zahlreich sein und werden uns auch dementsprechend zahlreich angreifen. Sind die Maps random in dem Spiel? Nein, du startest immer vom gleichen Punkt, wenn du mit den gleichen Klassen spielst. Der Chat ist nicht zu sehen im Video, ja, deswegen werde ich die Fragen vorlesen. Also wenn man, ich sag's mal so, wenn man die Folgen auf Twitch guckt, dann ist der Chat zu sehen. Wenn man die Folgen nicht auf Twitch guckt, ist der Chat logischerweise nicht zu sehen. So. Kann der. Jetzt habe ich aber hier ein Problem. Und zwar, ich habe nicht so ein gutes Sichtfeld. Das heißt, ich sehe den dann gar nicht, wenn er angreift. Na, das macht jetzt nichts. Wir probieren das trotzdem irgendwie zu managen. Warte mal. Ich lasse die vorne hier. Die stelle ich hier hin. Die stelle ich hier hin. Und dann starten wir. Also, da ich Katapulte habe, probiere ich von möglichst weit hinten zu interagieren, also möglichst weit wegzustehen, dass die Katapulte möglichst lange ballern können. Ist ja klar, die machen dann guten Schaden. Wie man unschwer erkennen kann, ballern die hier, ein bisschen lauter machen für mich, ballern die hier rein. So, und dann, wenn ihr Katapulte habt, guckt, dass ihr meistens dahin schießt, wo die Konzentration der Feinde am höchsten ist. Das heißt, selbst wenn noch ein paar Katapultschüsse daneben gehen, dass sie dann trotzdem noch treffen. Das sieht man dann jetzt gleich. Der ist weit, weit... Scheiße. So viel dazu. Ah, die Orks sehen halt schon geil aus. So, ich probiere jetzt, die in der Mitte schon mal wegzuhauen.
Jetzt muss ich die Katapulte umstellen, dass sie nicht auf die ballern, die... Genau. Besser als Dankeschön für die gespendeten Subs. Ich komme gleich dazu. Wie geht's dir, mein Guter? Normalerweise, wenn es die Zeit zulässt, renne ich mit meinen Truppen noch außen rum, also mit den Bogenschützen, und schieße dann auf die von der Seite. Die werden dann richtig heftig weggeballert. Das kann ich vielleicht in der nächsten Schlacht machen. Oh, die hier werden ziemlich sicher zurückkehren, ja, sag ich doch. Geh du doch mal. Na? Sehr gut. So, die schlachten jetzt die ab. Die Katapulte. Wir töten einfach noch so viel wie geht, ne? Mir geht's ja auch gut, Persos. Danke der Nachfrage. Hey, vielen, vielen lieben Dank für die geschenkten Subs und herzlich willkommen an die Subs. Schade, ich hätte ihn gerne mehr geschwächt. Viel mehr hat's wohl nicht gereicht. Kriegen wir mit dem Katapult noch ein paar Trefferchen hin? So ein paar gute. Bis hierhin, dann kann ich eigentlich abbrechen. Schade. Ach, schön. ...33 sind gestorben, das ist nicht viel. Gut, mein General hat relativ viel Schaden gekriegt, aber der regeneriert sich schon wieder. Wir töten, weil Verluste der Verstärkungsrate, das heißt die Feinde haben hier ein bisschen mehr davon. So, jetzt kommt Trick 77. Also, zuerst mal gehen wir hier auf die Grünhäute, dass wir ein bisschen mehr Führerschaft gegen Grünhautstämme und Nahkampfangriff. Und jetzt Trick 77. Die Grobi unterhalten ein Dreckslager unter den Säulen des Grungni. Eine Sünde, die nicht länger im Damaskron verbleiben darf. Die Säulen müssen wieder in die Hände der Zwerge kommen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Stadt direkt anzugreifen, oder ich greife zuerst ihn an und dann hilft die Stadt und nachher greife ich die Stadt an. Das ist wesentlich besser, weil ich dadurch zwei Schlachten kämpfen kann. Astra, dankeschön für 200 Bits. Vielen lieben Dank. So, ein bisschen frische Luft für mich hier. Fenster auf. So, jetzt kommen die von hier vorne und von der Seite. Und wir stellen uns, ja, sagen wir, etwa hier hin. Dieser Hügel ist ein bisschen... Hier ist eigentlich ein schöner Hügel, um zu verteidigen. Das Problem ist einfach... Da kann ich nicht viel anfangen mit. Oh nee, so. Ja, der greift jetzt an und die Verbündeten kommen von da. Und wir können hier ordentlich mal reinbuttern. Tack, tack. Da fliegen die Steine. Da weichen die Feinde einfach aus. Kann man mal machen. Oh ja, die stehen eigentlich schön ineinander. Seht ihr, ich ziele auf die und ich treffe die und die. Und das nichts. Deswegen macht es Sinn, immer in die Mitte zu schießen.
Die sind hier, die kommen erst hier in Reichweite. Was er wieder für Ausweichmoves macht, ne? Unfassbar. Ah, die können wir auch gleich. Ah, jetzt ballen wir hier schön in die Mitte. Oh, ich habe die gar nicht umgestellt, sehe ich gerade. Ärgerlich. Ja, immer schön mit den Sternchen rein. Na gut. Ja, der General stirbt gleich. Kann ich die Armee neu formieren? Und auf die hier ausrichten. Wow. Pfeile! Feuer! Ich mag es einfach. So. Und jetzt machen wir dann gleich das, was ich sehr gerne mache. Meine. Oh, Persos. Dankeschön, Mann. Nicht alles aufeinander machen. Mach ich nicht. Alles klar. Mach ich nicht. So. Jetzt ziehen wir die hier rüber und dann ballern die von der Seite rein. Nuka Ghoul, Dankeschön für den Resub. Danke dir. Ich falle mal auf die hier. Ihr müsst hier rein. Nein, ihr müsst. Die sind so langsam, ne? Mach mal hier bitte. Schade, jetzt konnte ich gar nicht mehr richtig ausspielen, wie ich es eigentlich vorhatte. So. So, und jetzt ballen wir einfach noch nach, was geht, um noch möglichst viele zu töten, wenn sie eh auf der Flucht sind. Es sind ja Orks, ne? Darf man. Bei Orks darf man das. Weil er kann natürlich noch ein bisschen ballern, Feinde töten, XP sammeln dadurch. Und triffst du einmal noch? Danke. Das macht das Ganze natürlich dahingehend interessant. So. Ich glaube, wir haben den Chef jetzt natürlich nicht getötet. Der konnte fliehen. Nuka Ghoul, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Persos, dankeschön für die 10 Euro, Mann. Leon mit den Katapulten auf die ersten zu schießen, um die hinteren zu treffen. Nein, weil teilweise sind die Schüsse, gehen die Schüsse zu weit und teilweise gehen sie nicht weit genug. Deswegen würde ich immer etwa in die Mitte zielen. Auch wenn sie von der Flugbahn schon so kommen, kann es aber auch sein, dass sie zu weit fliegen. Ist durchaus möglich. Öffentliche Ordnung, das kann ich erst ab Rang 20. 12. 2012.
So. Wir machen das, wir gehen nämlich über hier. Dass meine Armbrustschützen mehr Schaden machen. So, und jetzt können wir die dritte Schlacht führen und mein General kriegt dreimal Erfahrungspunkte, weil er drei Schlachten führt. Macht also Sinn, das so zu machen. Aha. Death Lord! The clans unite! Was schießt als erstes? Ich lasse ihn halt die ersten Katapult-Dinge raushauen. Und dann richte ich ihn neu aus. Hier ist wichtig, dass ich den General zuerst töte, um die Motivation des Feindes zu senken. Wie man ja weiß, ist der General tot des Feindes, sinkt die Moral massiv. Das ist halt die Frage, welcher ist das? Ist das dieser grüne Typ hier? Nein, es gibt mehrere grüne, so wie es aussieht. Ja, das ist nett gemeint, aber schießt auf den General, ja. Danke. Okay. Und raus mit dem General. Lucky, dankeschön! Auch an dich. Hey Nils, wie geht's? Hey Chat. Hübchen. Ganz gut, danke der Nachfrage. So. Ja, bis die außen rumgelatscht sind, sind die doch schon lange geflohen. Und sammelt ihr noch ein bisschen Erfahrung. Na komm, sammelt alle noch ein bisschen Erfahrung. Ich vergesse die Fähigkeit immer einzusetzen. Ist eigentlich gut, weil der Nahkampf dann gesenkt wird. Ah, schön. Hat leider keiner einen Erfahrungspunkt gesammelt bis jetzt. Katapulte machen mehr Schaden dann übrigens, wenn sie Erfahrungspulte. Die Erfahrungspulte, kennt ihr die noch aus der Schule? Die guten alten Erfahrungspulte. Die Erfahrungspunkte sammeln. So, wir besetzen. Ich will das nämlich möglichst schnell aufbauen hier. Gyrokopterspäher berichten von Grünhauttruppen, die gen Norden stampfen. Laut Spionen haben sie vor, die Mobs eines auf die Düsterlande zumarschierenden Ork-Wag-Bosses zu verstärken. Sie müssen aufgehalten werden, was immer sie auch vorhaben. Ruf die Armee. Jawohl! Eure Zwerge wurden mit der Reparatur der eroberten Stadt beauftragt, Herr. Doch gibt es noch viele Grolle zu begleichen. Hinterlistige Menschlinge und blutlüsterne Vampire drohen eurem Volk im Norden. Und euer Berg ist erst dann sicher, wenn die letzte Grünhaut niedergestreckt ist. In den Krieg! In den Krieg! Jawohl. So, Munition. Als nächstes machen sie dann nämlich mehr Schaden, das ist geil. Ich wollte hier das ein bisschen hochtrimmen.
Hier haben wir schon eins drin. Wachstum 20. Wachstum von 5 auf 7. Wachstum von 10. Machen wir das, weil es mehr Wachstum gibt. So. Dann Forschung. Ganz wichtig. Einkommen der Städte ist wichtig. Das heißt, wir gehen hier mal zuerst über Geld, damit wir mehr verdienen. Dann, wir können Eidgold sammeln durch Schlachten, durch bestimmte Missionen, die wir abschließen. Das steht hier drauf eben. Und damit können wir dann spezielle Rüstungen und Waffen bauen. Da freue ich mich sehr drauf, für meine Helden. Meine Kommandanten natürlich. Und wir gucken mal kurz. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Immer, also wir kämpfen gegen die Blutspeere, gegen die Grünhäute, gegen die Schorfaugen, gegen die blutige Hand und gegen die Rotzähne. So ziemlich gegen jedes scheiß Orkpack, das es gibt. Wir haben Verbündete hier unten. Die haben kein Interesse mit uns was zu machen. Die haben auch mit niemandem noch Krieg. Zulfbar. Da leiern wir später ein bisschen Geld raus. Ja, mit dem haben wir nicht angespackt. Der ist so weit weg, bis der irgendwie Bock hat mit uns was zu machen. Weil wenn ich natürlich mit Orks Krieg führe und andere Zwerge auch mit den gleichen Orks Krieg führen, dann mögen sie mich ja logischerweise lieber, weil mehr, wie viel haben die drin? 5. Ich nehme die mal kurz raus und baue einmal die, weil ich mag die. Ne, warte. Mann, wieso? Das ist gut. 2. Das reicht eigentlich. Ja, und dann heißt es wahrscheinlich verbarrikadieren. Wir können nicht so einfach in den Norden hoch, um den zu töten. Wenn es sich anbietet, tun wir es. Das Problem ist einfach, es wird aus dem Süden großer Ansturm kommen, weil die meisten Orks, 4 Stämme sind im Süden. Plus der Blutspeerstamm, der ja sowohl im Norden als auch im Süden vertreten ist. Das heißt hier oben 2, hier in der City und hier unten nochmal. Das wird knackig, sage ich. Knackig. Wir gehen voll auf Speed. Direkt in die nächste Schlacht. Buttern wir auch weg. Mache ich auch selber. Damit wir möglichst wenig Leute verlieren, möglichst wenig Truppen verlieren. Ist halt auch ein Extrem. Also ist einer der höchsten Schwierigkeitsgrade, auf den wir aktuell spielen. Das spürt man dann schon. Wir fangen von hier an, dann müssen sie ein bisschen sich gewagt drehen, nenne ich es mal. Aber hier dann wieder das gleiche Spiel. Wir ballern auf den General. Denn es ist sehr important, zu töten den General. Die Katapulten müssen wir jetzt kurz stoppen, weil die ballern sonst meine eigenen Leute weg. Mit den Armbrustschützen probiere ich jetzt genau das, was ich immer schon probiert habe oder wollte. Außenrum. Und den dann in den Rücken schießen. Na, hallo? Da, jetzt gucken.
Hätte den schön sauber in den Rücken geschossen. Haut drauf! Nicht dran vorbei, mit dem Hammer drauf! So, wie viel haben wir verloren? 12 Mann. Also, davon sind 10 gestolpert und haben sich das Knick gebrochen und 2 hatten eine schwere Grippe. Gut. So sieht's aus. Ist ein Earl Grey Tee übrigens, ehrlich. Alles klar, Perseus, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Dankeschön fürs Dasein. Vielen lieben Dank für die Spenden, für die Geschenksubs. Dankeschön. Ich reiß den hier ab. Da bauen wir nämlich eine Eisenschmiede. Eisenmiese. Die Eisenmiese bauen wir da hin. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Eisenmiese. Ich überlege mir, ob ich einen schnellen Angriff nach vorne wagen soll, hierhin, die Festung niederreißen, weil ich kann, wenn ich sie einnehme, kann ich sie nicht halten. Das ist mal sicher. Dass ich sie ausraube und niederreiße, so schnell es geht. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Wir gehen, zack, reißen es nieder. Dann ist der Grünhaut, der Blutspeerstamm, ist dann mal tot. Düsterberg würde ich halt gerne schnappen, um mir den Norden zu sichern. Es ist äußerst schwierig. Genau, wenn ich 3 Siedlungen habe, übrigens, wenn ich eine ganze Provinz eingenommen habe, kann ich hier so eine Provinz-Dings einsetzen, wo dann zum Beispiel Wachstum erhöht wird oder ich mache mehr Geld oder die öffentliche Ordnung ist besser. Weil in den Städten kann es ja sein, dass die öffentliche Ordnung sinkt, wie man hier sieht. Öffentliche Ordnung, Militärpräsenz, Gebäude, Eroberung. Und wenn es minus 100 erreicht, gibt es eine Rebellion. Das will ich ja nicht. Aber wir gehen voll auf Wachstum. Hier muss alles wachsen. Wachsen und gedeihen. Bis die Menschen schreien. Nein, das doch nicht. Das. Hey Kaffee, grüß dich. Bist in der Wanne eingepennt. Ja, ist aber auch gemütlich, wolmig, wurmlich, warmlich, wohlig, warm, schön, in der Wanne. Man weiß, was ich meine. Da stellt sich für mich eben die Frage, macht es Sinn, jetzt die einen schnell zu killen hier so? Obwohl, so schnell werde ich nicht sein. Nicht mal im Ansatz. So, hier eben. Edelsteinschacht. So. Das ist eine spezielle Mission. Hier gibt es einen Drachenhelm und einen Runenschmied. Der Runenschmied ist tatsächlich sehr, sehr gut. Weil der hat Fähigkeiten, um die Rüstungen meiner Truppen für einen bestimmten Zeitraum zu erhöhen. Das heißt, den kann ich einfach im Hintergrund aufstellen, der kann immer wieder seine Fähigkeit einsetzen. Und je länger der Kampf dauert, desto mehr kann ich die Rüstung meiner Zwerge verstärken. Also immer wieder für einen bestimmten Zeitraum und dann halten sie halt mehr aus. Das macht schon Sinn. Oh. March on, brave Dowie! March on! To the cursed realms of the Groby we go. I know not what mischief they cause, but they're up to something, for my beard itches with trouble. We take the underway. These ancient highways, built by dwarf hands, give us the best chance of approaching swiftly, catching the greenskins unawares. Let us not dawdle, for there are grudges to settle. And new entries in the Damas Kron to right. Ihr habt's gehört. Let's go. Dowie missiles. So, ich weiß halt, was hier passiert. Von hier kommen ein paar. Er hat hinten ganz, ganz gemeine Katapulte.
Also ich habe jetzt gemeine Katapulte im Hintergrund. Und ich werde noch Unterstützung kriegen. Wie gesagt, wir haben es schon. Alles klar, gut. By Grungni! We are ambushed by the foul Greyskins! To me! Nein, kaputt! Oh, oh, oh. Wenn die Armbrustschützen mit drauf schießen, ist schon okay. Die können ja mehr oder minder zielen, ne? Wenn die fliehen, verliehen sie gleich richtig weg. Das ist gut. Ja, genau. Und direkt raus. Jawohl. Ah, das sind... Kamikaze-Katapult. Die sind so schlimm. Ja, ich weiß. Boah, diese Kamikaze-Katapulte. Ich glaube, die fliegen mit Sprengstoff. Wenn ich mich nicht täusche. Mit Sprengstoff fliegen die runter. Ziemlich hart. Pure Luxury für den Resub. So, jetzt kommt dann gleich Musik. Da muss ich ganz kurz für YouTube das... Ach, die Plattform, ja. Möpse. Du bist mir auch Möpse. Do remember the name. So. Waren wir Audio wieder an für euch. Dankeschön, Pure. Vielen lieben Dank für die 10 Subs und danke für den Tier 3 Sub, Mann. Vielen Dank. Boah, es erwischt so viele. Es tut so gut. Die Zwerge werden halt hier hart bombardiert. Ich müsste irgendwann Gyrokopter-Unterstützung kriegen, tatsächlich. Ich bin in dieser Schlacht eigentlich nicht alleine. Ah, da fliegen sie wieder. Ah. Hier, Gyrokopter. Schießt sie nieder. Die will ich irgendwann auch bauen. Die sind so cool. So cool. Es ist Trolle, ne? Geht schon gut. Das geht sich schon aus so. Er flieht, ihr Narren. Sehr gut. Nein, die rennen raus. Die Katapulte im Hintergrund, die müsst ihr wegkriegen, Jungs. Und nicht, ich darf die Leute nicht zu dicht aufeinander stehen lassen. Du musst nicht fliehende Bomben, bomb die zu, danke.
Ja, guck sie an. Ui. Aber wir haben es gleich. Sehr gut. Ja, hämmer die einfach noch ein bisschen drauf. Einfach noch ein bisschen drauf hämmern. Sehr gut. Schön. Was sind das eigentlich für Immergipfelfliegerkorps? Ja. Wollen sich die uns nicht anschließen? Ein paar Gyrokopter in der Armee wäre ganz schön. Ich könnte den Unterhalt, glaube ich, gar nicht zahlen. Wir müssen zuerst aufbauen. Ist wichtig. Also, hier holen wir ein bisschen Kohle raus, weil spielt eh keine Rolle. So. Ups. Dann mehr Schaden, 15%. Schaden, Geschossschaden. Sehr, sehr gut. Dann eine Runde, dann können wir upgraden. Dann bauen wir hier natürlich Squeakhornberg auf, keine Frage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nahkampf. Ich brauche nicht so viele im Nahkampf. Gut. Ah, Held nicht bewegt. So ist es. Den hier. Das ist ein Runenmeister. Und der kann dann eben diese Fähigkeiten hier einsetzen. Auch Schmiedefeuer und dann später ziemlich coole Runen noch dazu nehmen, die das Ganze etwas verstärken. So, und dann habe ich ja noch eine Rüstung gekriegt. Für mehr Rüstung. Alles klar. Man weiß, was ich meine. Ist gut. So. Dann noch ganz kurz gucken. Die haben Krieg mit denen hier hinten. Na dann. Viel Erfolg. Ja, so. Schutzbündnis. Nee, erst wenn er mir was zahlen möchte. Nicht dann erst, wenn sie mir was zahlen möchten. Erst gegen Geld. Genau, Kaffee, der Spielstand, also es gab ein Update zwischen dem einen Spielstand und dem anderen Spielstand und das hat meinem Chef alle seine Fähigkeitspunkte weggenommen und dann das noch bis zu Ende zu spielen ohne Fähigkeitspunkte fand ich doof, deswegen haben wir neu gestartet, was eigentlich ganz cool ist. Wir bauen das als erstes aus. Wir haben aber so viel Cash zur Verfügung. Eidgold pro Runde, das ist schon gut. Das lohnt sich dann für später. Und hier noch Katapulte, das wäre ganz fett. 15. Jetzt ist dann schlussendlich halt die Frage, wie wir das managen. Er will mich angreifen, er wird ziemlich sicher kommen. Er baut sich eine volle Armee und dann greift er an. Mein Herr,
Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Gib mir Geld. So, jetzt haben wir 600 Gold rausgeholt. Nicht angepackt. Blutspeere. Es ist halt, ich bin halt versucht, echt da hochzugehen. Send me to vengeance. Yes. Ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, bis der kommt. Ob ich einen Angriff wagen soll? 11 und er hat 18. Mit der City geht's. Die Frage ist halt auch, ob da noch Leute nachrücken. Ich warte auf den Angriff und dann gehe ich nach hinten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Baukosten für alle Gebäude lokaler Region. In einer Runde kann ich Katapulte machen. Ich gebe 2 Katapulte. Ich finde Katapulte wichtig. Die können gut mal 300 Leute einer feindlichen Armee weghauen, wenn alles stimmt. It is an honor. Schutzbündnis. Was bist du bereit zu zahlen? Dann nicht. Nur gegen Geld, mein Freund. Nur gegen Geld. Ich bin eine Prostituierte unter den Zwergen. Alles klar. So, der wird gleich mit dem Tunnel links wieder rüber jumpen. Oder unten durch. Durch die Tunnelnetzwerke. Bis dahin haben wir aber schon weiteres Katapult. Oh, das machen wir in der nächsten Runde. Aufbauen ist wichtiger. 2, 4. Nee, es passt schon so. Das ist gut. Muss ja irgendwann auch aufgebaut werden. Ob ich irgendwo noch Geld rausholen kann? Ready. Aye. Let's hear what you have. Ja, ein Schutzbündnis. Onward. And what can the Dawi do? Ja, mein Freund, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis du angegriffen wirst, ganz ehrlich. So, jetzt bauen wir ein Katapult rein. Oh, ich hätte eigentlich vielleicht noch ein paar Infanteristen reinmachen können. Auf dem Weg hoch bin dann. Ich bin versucht, ihn abzufangen, tatsächlich, ihn anzugreifen. Kommt halt drauf an, was er in der Armee hat. Also wenn er rüberspringt, dass ich ihn gleich im Tunnelnetzwerk komplett töte, weil wenn ich einen im Tunnelnetzwerk töte, dann ist er tot. Ende. Sense. Komplett. Da haben wir es. Cheesy, grüß dich. Hallöchen. Mann. Was hat er hier drin? Bogenschützen. Kann ich das dann noch? Nein. In 2 Runden kann ich dann Armbrustschützen. Gehen auf Geld, das ist vorerst wichtiger. Ja, wir greifen an. Weil die Unterstützung kriege ich ja eh. Und ob ich jetzt in der Stadt kämpfe, also die eine Runde noch warte in der Stadt kämpfe oder nicht, weil wenn er jetzt flieht, dann kann ich ihn dann direkt nochmal angreifen.
Und wenn ich verliere, dann kann ich noch einen Kommandanten nebenbei rekrutieren. Der kann dann, der hilft dann mit beim Kämpfen. Aber ich sollte es eigentlich nicht verlieren. Das ist so eine schöne Stelle. Aber da komme ich nicht schnell genug hin. Oder schaffe ich es? Wir probieren es. Das ist der. Man sieht es an den Pfeilen, ne? An der Farbe des Pfeiles, welchen man gerade angewählt hat und wo der hingeht. Für alle, die sich fragen, hä, wo siehst du das? Das sehe ich daran. Ich kann leider noch nicht viel machen. Ich muss das etwas umstellen hier tatsächlich. Ich mache die Linie schon so. Aber ab hier ziehe ich sie etwas so. Oh, scheiße, euch habe ich vergessen. Ne? Und nicht, dass die mich hier umlaufen. Die Hack and Slay schmeißen wir da noch rein. Ja, die sind nicht wichtig. Die Infanterie ist wichtig. Die muss nachher niedergemetzelt werden. Nahezu zum perfekten Zeitpunkt sind sie angekommen. Ich weiß schon, was ihr vorhabt. Deswegen ziehe ich das ja so schön. So, jetzt. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Stellt euch doch noch ein bisschen mehr zusammen. Ja, jetzt haut rein. Drauf. Bisschen zentraler. Dankeschön. Geht doch. Das tut weh. Das schmerzt selbst mir. schön. Ja, probiert den Hügel hochzukommen. Oben warten Zwerge auf euch, ja? Gut. What the fuck? Sind gerade blockiert zum... Ah, dann baller doch mal auf die hier außen rum probieren, irgendwas zu machen.
Die Katapulte müssen aber ordentlich drehen, nicht? Ja, jetzt müsst ihr mal auf was anderes schießen, ansonsten ballert ihr gleich die eigenen Zwerge tot. Das ist definitiv nicht Sinn der Sache. Ah, ist das nicht schön. Nein, das geht nicht, ne? Ja, das geht nicht. Aber auf die können die ballern. Klar, so unten am Hang ist natürlich ganz cool, um von oben nach unten zu schlagen, aber ich kann mit den Katapulten sehr wenig anrichten damit, tatsächlich. Jetzt fliehen ziemlich viele. Dann würde ich sagen, mal Bogenschützenfeuer. Also ich werde die Stellung so nicht aufgeben. Die werden einfach weiterhin hier stehen bleiben. Weil ich kann sie danach eh nochmal angreifen. Jetzt bin ich dann gespannt. Eigentlich habe ich ihn ja, greife ich ihn ja jetzt im Tunnel an. Das heißt, theoretisch sollte er nicht fliehen können. Jetzt bin ich dann gespannt, ob er dann trotzdem fliehen kann oder nicht. Jetzt fliehen sie endgültig. Die haben fast ihre gesamte Munition verpulvert. Heftig. So muss das. Also immer schlecht, wenn die Katapulte weit neu ausgerichtet werden müssen. Aber hier können sie nochmal ordentlich reinlunzen. Ah, die sind eh gleich weg. Dann haut ihr hier noch drauf, was geht. Vielleicht kriegt einer noch einen Erfahrungspunkt. Der ist halt schon bei 2. Seine Geschosse sind schon mal stärker. Das ist schon gut. Das heißt, wenn so ein Stein in eine Masse reinfliegt, dann sterben ja nicht immer alle, sondern die fliegen ja teilweise einfach weg, stehen wieder auf und rennen weiter. Und wenn natürlich der Geschossschaden erhöht wird, dann sterben auch die. Oder wenn jetzt beispielsweise größere Kreaturen oder stärkere Orks angreifen mit Panzerung, dann kriegen die auch mehr Schaden und sterben dann eher, je höher der Erfahrungsrang ist. Sehr gerne, Cheese. Ich freue mich zu hören, dass das Video gefallen hat. Stream YouTube, ist es jetzt besser von den Erklärungen oder soll ich noch mehr erklären? Oder reicht das aktuell? Ich da ja mal ein bisschen Geld raus. Ja, jetzt stirbt er. Ich hatte es auch schon, dass er einfach fliehen konnte, wo ich mir denke, so, hä? Warum kann er jetzt fliehen?
Ja. Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, um es zu versuchen. Um zu versuchen, hier hochzugehen und Düsterberg einzunehmen. Ich weiß halt nicht, ob noch andere Orks kommen, aber seine komplette Armee ist zerschlagen. Wenn er angreifen will, muss er neu, sich neu formieren. Ich kann zur Not einen neuen Kommandanten aus dem Boden stampfen und ihm dann eine Armee geben. Ich mache 1650 plus, das ist gut. So, Wachstum, ne? Wir arbeiten uns hier noch nach vorne mit Wachstum. Wachstum ist wichtig. Ich klinge schon wie so ein Wirtschaftsguru. Wachstum, immer Wachstum. Alles muss Wachstum haben. So, 8 in der Verteidigung, 6 hier. Hier oben sind nochmal Orks. Hier sind verbündete Zwerge. Mit denen kann ich dann handeln. Das ist gut. Das heißt, in den Norden und die Orks im Norden brechen. Und dann den Süden halten und aufbauen. Das ist der Plan. Passt so von den Erklärungen, super, dankeschön. Okay. Ich will halt, dass die Berge unser sind. Haha. Das ist mir wichtig. Okay, guck, jetzt baut er eine neue Armee. Die halten das wahrscheinlich noch, ne? Haben die eigentlich Krieg mit irgendjemandem noch? Ja, die haben einen neuen Krieg angefangen. Schutzbündnis zahlen. Noch ein bisschen mehr zahlen. Ja. Militärisches Bündnis. Können wir darüber reden, wenn du bereit bist, Geld dafür auszugeben? Militärischer Zugang. Ja, lass den mal stehen. Okay, wenn niemand kommt, ich wage es. Komme ich mit den Tunnels eigentlich weiter? Ja, viel weiter. In spätestens 2 Runden kann ich angreifen. Viererschaft, Blut der Ahnen. Kosten mich halt viel. Hoffen wir, dass es geht. Eben, es können ja auch andere Orks einfach hier reinrennen. Solange hier unten jetzt mit dem Schutzbündnis das noch geschützt ist, ich glaube nicht, dass die das halten können, Barakwar. Auch wenn ich sie ihnen gönnen würde, sind Verbündete, sind Brüderzwerge, ne? Die sollten eigentlich auch nicht sterben, aber wir sind auf so einer offenen Fläche. Wir können uns in den Bergen verschanzen. Wir können ja, können das wie die Schweizer machen. Also da fühle ich mich ja wohl. Sie sieht die Schweizer mal in den Bergen verschanzen. Dann wagt auch niemand, uns eigentlich anzugreifen. Macht keinen Sinn, die Berge probieren einzunehmen. Okay, fuck. Diplomatische Beziehung mit Ulfbar oder Schimpfen? Nein, wir zwingen sie zum Eid. Der Eid ist sehr wichtig. Wir nehmen Guthrie. Let us begin. That's first for war. For clan honor. Was haben wir hier eigentlich? An Armee drin. Bergkämpfer, Schützen, einmal Zwergkrieger, dreimal Zwergkrieger.
Und ein Katapult. Dann haben wir den Chef plus 3. 10 gegen. Uff, ja. For the wisdom of Valea. An ad. Ist halt die Frage, traue ich mich? Oder traue ich mich nicht? Es scheint ziemlich viele Ork-Jungs drin zu haben. Puh. Yes. Wir gehen zurück. Er soll kommen. Ich töte ihn. Rüstungen schmieden macht noch nicht viel Sinn. Wir gehen nicht auf Risiko. Wir gehen auf sicher. Wenn ich jetzt irgendwie 6 Leute drin hätte, würde ich es jetzt noch machen. Die Zwerge können das ab. Aber so nicht. Aber ich glaube, ich baue mir hier auch noch eine kleine Generalsarmee auf, bevor ich mit dem... Dann gehe ich mit dem hoch. Um oben das einzunehmen. Ah, jetzt haut er wieder ab, weil mein General zurückgekommen ist. Na, ich baue die Armee trotzdem aus. Dann springen wir hoch. Wir nehmen das oben ein. Ich muss den Norden sichern. Es kann nicht sein, dass ich von allen Seiten angegriffen werden kann. Der Westen, wo jetzt meine Verbündeten, Schutzbündnis, noch drin sind. Was hast du vor, mein Freund? Was ist denn? Der Armee kannst du doch nichts anfangen. Die stirbt. Jetzt machen wir natürlich gar nicht mehr viel Plus. Das sind 11, das ist nichts. Wir gehen nach hinten. Wie viel kosten diese Angriffsschützen? 158. Ja, es geht uns halt momentan auch ganz gut, ne? In der nächsten Runde könnten wir das upgraden mit 3200. Das heißt, ich müsste das so lassen, wie es ist. Wenn er angreift, kann ich es verteidigen. In der übernächsten Runde hätte ich das Geld zusammen. Oder ich gucke, ob ich hier irgendwo noch was rausleiern kann. Er würde eine Konföderation mit mir wollen, aber das macht auch keinen Sinn. Jetzt kann ich es tatsächlich bauen in der nächsten Runde. Das ist gut. Er hat nichts mehr. Es wurde ihm gerade die ganze Armee zerschlissen. Das ist das Problem, ne? Er verliert, weil er ist auf offener Fläche. Was will er machen? Wie will er so viel verteidigen gegen die Orks? Da kommt ja von allen Kanten was. Wir haben hier eine Seite und wir haben hier eine Seite. Und wir haben oben. Das Problem ist aber, wenn der von hier angreift und von hier angreift und von hier angreift, dann von allen Ecken und Kanten, wo man angegriffen werden kann, werden wir angegriffen. Deswegen macht es Sinn, den Norden zu sichern, solange der Westen noch einigermaßen intakt ist. As the High King commands. 500? Nein. Ich will die Stadt aufbauen. Weil, Karak wird auch nachher ein Bollwerk sein gegen die offene Fläche. Sobald der Zwerg verloren hat, und er wird verlieren, er hat keine Chance, müssen wir hier ein Bollwerk haben. Da muss eine Festung stehen, die nicht einzunehmen ist von den Orks. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, was er macht. Springt er? Geht er zurück? Baut neue Armeen? Ich glaube, er geht nach. Ich glaube, er probiert oben zu verteidigen, ne?
Schade, ich hätte ihn jetzt gerne abgefangen, wenn die Armee größer gewesen wäre. Ja gut, das ist geschützt. Er kommt nicht rechtzeitig nach. Das schafft er unmöglich. Fuck. Wo kommt das auf einmal her? Iieieieieiei. Na gut. 200 pro Runde. 4, 16. In 4 Runden haben wir hier das Geld raus und ich baue eh nichts anderes bis dahin. Kannst ja dann später wieder abreißen. Also er wird nicht rechtzeitig angreifen können. Er wird angreifen können, er kriegt Unterstützung von der Garnisonsarmee. Das wird kritisch. Ich weiß nur nicht, ob er das schafft. Ich glaube, er kann nicht den ganzen Weg laufen. Wenn wir Glück haben, kommt er nicht bis hierhin. Vielleicht probiert er einen Tunnel, dann können wir ihn abfangen. Wenn wir ihn abfangen können, müssen wir das fast tun. Ansonsten kämpfen wir gegen voller 20er Stack Armee plus 8. Er von hinten wird zu spät sein. Er wird das nicht rechtzeitig schaffen. Ist aber schon interessant, dass es sowohl vorne als auch hinten ich habe 11 Zwerge drin. 11! Oh Mann. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Mit normalem Laufen sollte er es nämlich nicht schaffen. Seine Armee leidet auch unter Verschleiß, das ist sehr, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Tunnel, wie gesagt. Wir könnten auch sagen nein, dann müsste ich aber in der Stadt kämpfen. Das machen wir nicht. Wir müssen den hier schlagen. Wir müssen den in dem Tunnel töten. Wenn er in dem Tunnel stirbt, ist die Armee Geschichte. Wenn er nicht in dem Tunnel stirbt, wird es problematisch. Und wir nehmen diese Erhöhung hier, oder? Macht das Sinn? Diese Linie. Dann können sie, wenn sie fliehen wollen, können sie dann gleich hier noch fliehen. Es sieht schön aus, oder? Es hat schon Magma. Hui. Hier kann ja niemand stehen, eigentlich. Das ist ja eigentlich, das hier ist ja totes Gebiet. Ich könnte hier eigentlich eine Dings aufbauen. Oder ich mach's halt hier hinten. Wir stellen das hier hinten auf. Es ist schon eine relativ große Armee. Ich hätte ja, wenn ich gekonnt hätte, irgend so eine Ecke genommen, ne? Aber das steht mir ja nicht zur Verfügung. Wir haben halt dieses breite Schlachtfeld. Deswegen nehme ich halt das, was geht. Weil hier ist ein schöner, schmaler Gang, ne? Wo man hinstehen kann. Auch hier könnte man perfekt verteidigen. Auf der Treppe Zwerge von oben nach unten schlagen. Wäre auch ganz cool, natürlich. Auch hier drüben, ähnliches Bild. Es ist so schön gemacht, muss ich mal sagen an der Stelle. Es ist richtig stimmig gemacht, diese Tunnelgänge, es ist herrlich schön. Ehrlich, ich hätte Lust, hier nach hinten zu gehen und zu gucken, was da ist.
Hätte ich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich. Die Brücke von Moria. Ja. Habt ihr, seht ihr hier Gandalf und Balrog? Achso. You shall not. Okay, alles klar. Die Orks packen wir, die kriegen wir gebacken. In dem Tunnel. Wir hatten Glück, dass wir sie abfangen konnten. Es ist nicht immer sicher. Wenn die mit so einem Tunnelnetzwerk in eine Siedlung gehen, kann es auch sein, dass man sie nicht abfangen kann. Gibt keine hundertprozentige Chance, dass das geht. So. Feuer frei, meine Galabolte. Oh ja, oh ja. Riecht ihr es? Blattgemachte Orks. Wir müssen ein bisschen gräder schießen, Galabolte, ne? So ist gut. Das ist schon viel besser. Ich glaube, die haben totales strategisches Chaos hier, ne? Die haben ein totales strategisches Chaos hier. Zu unseren Gunsten. Ja, meine Leute schießen dieses Mal auch. Ich muss einfach aufpassen, dass ich den immer rausnehme. Ich würde ihn eh von Grund auf immer rausnehmen. Also ich, weil ich das immer manuell mache, ob ich sie fliehen lasse oder nicht. Ich mag den Plänkler-Modus eigentlich nicht so. Oh, die kriegen hart auf die Fresse, die Orks. Ja, dreht mal, weil die werden jetzt sicherlich nicht mehr viel machen. Bauchplanscher. Nett. Ja, die laufen wieder zurück. Die gehen gar nicht in die Offensive. Die auch nicht. Die sind sich uneinig, oder was? Das ist eine schöne Ansammlung an Orks. Wir probieren was. Kann sein, dass ich meine eigenen Zwerge treffe. Seht ihr den Dings? Wie knapp das drüber geht über die Zwerge? Aber die Chance ist halt richtig groß, dass ich die Orks gut erwische. Ja, habt ihr es gesehen? Habt ihr die Linie gesehen? Wundervoll. Wir gucken nochmal. Es ist so knapp. Das Schöne ist halt, die Zwerge sind relativ klein, ne? Über die drüber zu schießen ist ja nicht so ein Ding.
Naja, da hat er jetzt meine eigenen getroffen. Aber macht nichts. Wunderprächtig. Wenn ich den Plank, den Wachmodus einschalte, probieren sie nicht. Oh. Groß angelegte Panik. Sehr gut. Der General flieht nämlich. Aber so wie die laufen, kommen die nochmal zurück. Na doch nicht. Angenehm. Kommt, meine Katapulte, haut noch drauf. Holt noch ein bisschen was. Guckt euch an, wie die Erfahrungspunkte gesammelt haben jetzt. Na gut, man muss auch sagen, die haben hier schöne Schneisen reingeschossen. Und auch hier, dass ich will nachher gucken, wie viel die gekillt haben, ganz ehrlich. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist jetzt eine sehr unkonventionelle Art und Weise, die Katapulte zu verwenden. Einfach, dass ich es gesagt habe. Ne? Normalerweise macht man das nicht. Aber die Situation hat es halt einfach perfekt hervorgebracht, wenn man so will. Naja, verbraucht deine Munition noch. Ich bin ein paar Erfahrungspunkte. Einfach draufhauen. Einfach Stein um Stein. Feind um Feind. Ja, knapper Sieg. Kann man sagen. 149 habe ich verloren. Er hat 1230 verloren. 400! Ich muss kurz mich ausblenden. 447, Katapult Nummer 1. 349, Katapult Nummer 2. Katapulte lohnen sich. Fliegende Steine sind gut, wenn sie auf den Gegner fliegen. Also wir nehmen das Geld raus. Ah, nein, das fangen wir nicht ab. Das ist der andere, der mich jetzt unten angreift. Oder zu mir läuft, zumindest. Oh mein Gott. Marek, wenn du was zu dem Spiel fragen möchtest, sehr gerne. Wenn du was zu einem anderen Spiel fragen möchtest, bitte zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn ich Total War spiele, möchte ich eigentlich nur ein bisschen über Total War quatschen. Wenn das in Ordnung ist. Ansonsten darfst du es gerne in den Chat stellen, die Frage. Und der Chat hilft dir. Also du darfst gerne die Leute, wenn es um Destiny geht, um Anthem geht oder um andere Spiele, frag gerne die Leute im Chat. Das ist kein Problem. So. Ah, er ist zurückgekehrt. Er wollte, er ist von hier nach hier gesprungen und ich konnte ihn abfangen. Das ist aber interessant. Das ist ein Riesengebiet, wo ich die Möglichkeit habe, ihn abzufangen. Aber noch raus. Wie gesagt, Wachstum ist unfassbar wichtig. Wir müssen das möglichst schnell... Ich meine, ihr habt es gesehen. Er hat voll auf die Fresse gekriegt hier. Und die werden... Die hassen mich. Die werden auch hier reinrennen. Ja, wir lassen hier nicht viel Zeit verstreichen. Wir greifen an. Ob ich Total War Three Kingdoms spiele, weiß ich noch nicht. Da muss ich gucken. Wenn ich mit den Katapulten von hier schieße, kann ich den Turm zerstören. Stop us! Dwarf warriors! Rage far, rage fast!
Ja, das wird dauern, bis das Katapult ist, bis er das hat. Ja, ich weiß, dass sie angegriffen werden. Ich kann es leider gerade nicht ändern. Und ja gut. Das schaffen sie, glaube ich, nicht vom Winkel her, oder? Ja, wenn ich euch ein bisschen rüberschiebe, müsste der Winkel eigentlich gehen. Schlagt die Tore nieder. Komm da, ich habe keinen guten Winkel mit den Katapulten. Ich glaube, das kann ich machen, wie ich will. Kann ich wahrlich machen, wie ich will. Ich nehme den Angriffsmodus mal raus. Das müsste gehen, aber die Frage ist halt... Ja, genau. Die kann man aber schießen. Kriegstein! Ganz fein hinein. Rein da. Ah, der General kommt. Na, dann machen wir den Blut. Es sieht einfach so gut aus, wenn die Steine zu fliegen kommen, Mann. Es ist so... Boah. So herrlich stimmig. Darf man das sagen? Daneben. Aber einer von denen trifft. Ich muss einfach kurz genießen. Ha! Ha! Ist ein bisschen blutig. Wenn ich es mir so recht überlege. Ein bisschen blutig ist es schon. Darf man sagen. Patrick, grüß dich, guten Abend. Ein bisschen manuell. Warum nicht? Man kann ja auch manuell steuern. Ist ja nicht verkehrt. Müsst ihr hier unten unterstützen. Also ich kann nur hier raus. Schande, was die Orks hier bauen. Schande.
Schnappt euch den. Wenn der General tot ist, ist auch gut. Dann fliehen die eh. Obwohl die das nicht aushalten. Die gehen drauf. Ach, schön. Schön. Ja. Gut, so. Also, Festung im Norden. Das ist mal was. Schätze ich mir halt dann die Frage, ob ich von da die andere Seite noch angreifen gehe, dann könnte ich Handel treiben mit dem anderen. Das Problem ist aber, ich habe weiter im Norden nochmal Goblins, nochmal Orks. Da stellt sich mir dann die Frage, macht es Sinn, da schon hinzugehen? Beziehungsweise, die werden ja auch irgendwann angreifen. Retake the realm! The High King. Ja, genau die hier. Das heißt es Eisen. Mit wem führen die eigentlich? Boah, mit den Vampiren echt jetzt? Und mit den. Okay. That's quite a problem, yeah. Make your proposal. Wanrag. Come, King. Ja, ich weiß, dass du eine Konföderation befürworten würdest, aber was will ich machen? Wir können uns schon anschließen, aber dann? Deine Truppen sind doch total am Arsch. Hey, die wirft einmal, das wirft ordentlich Geld ab hier, nicht? Das ist auch nicht schlecht. Will ich noch zwei Armbrustschützen reinbasteln? Wenn ich schon hier stehe. Obwohl so viel Unterhalt sind es nur 300 Unterhalt, ne? Das macht. Das ist schon okay, das passt schon. Kann ich. Weiter geht's. Ich muss aufpassen, dass ich in Squeakhornberg die Armee noch rechtzeitig aufbaue, falls er in Karakdron unten noch mehr Truppen aushebt. Nein, solange du mir kein Geld zahlst, habe ich daran kein Interesse. Es tut mir äußerst leid. Okay, jetzt wird's knackig. Bei Armbrustschützen, bei Zwerge. Ja, 10.000 muss ich ansammeln, ja. Schwierig, schwierig. Mögen mich die oder mögen mich die nicht? Die hassen mich sogar. Haben sie eigentlich Krieg mit Karakaterin? Wie die auch immer heißen. Das sind die Vögel, die hier unten leben. Die haben hier irgendeine Siedlung. Send me to vengeance. The High King acts. The Karazhan Khor.
brauche ich nicht mehr, baue ich was anderes. Ich nehme einfach die zwei ein, dann ist der Norden sicher. Was der dann macht, weiß ich halt noch nicht. Tja. Yes. Honor to you. Ich würde dir so gerne helfen, ganz ehrlich. Aber es ist Selbstmord geschuldet. Stufe 3. Teilen, 3 Langbärte, Bergwerke, Armbrustschüsse, Musketenschützen. Aber was hier halt angerannt kommt, das kann ich nicht halten, da habe ich keine Chance. The throng agrees. Wir warten noch eine Runde. Eine Runde schaffen wir noch. Machen wir das. Ja, ich habe neu angefangen, weil der Speicherstand ist mir kaputt gegangen. Deswegen wollen wir das jetzt neu. Wie erklärt. Ich könnte Grumgipfel auch niederreißen. Dann hätte ich nur die eine Stadt, die ich verteidigen müsste. Das Problem ist, wenn die Goblins im Norden noch anfangen, Krieg zu führen mit mir. Die Rotaugen, dann haben wir das gleiche Problem wieder. Ich habe in dieser Streaming-Session habe ich angefangen, Lupanturia, neu. Ich kann hier nicht mal rüberspringen, was? Send me to vengeance. One rug. Also der kann auch Tunnel, was? Aye, it will better our cause. The runes are cast. Also doch, geht so wie ich wollte. Oh. Goldgrube! Wann kann ich hier upgraden? Erst in ein paar Runden. Wie viel mache ich hier? 300. Danach mache ich noch eins hoch. Wenn ich dann alles habe, geht das schon. Muss es so machen. Wenn ich nachher die 600 noch drauf kriege, geht das alles auf, dann ist gut. Ja, Schwierigkeitsstufe, Rack der Gebäude. Die Zwerge sind aber auch unzufrieden. Ja, Autorität des Hochkönigs. Hier würde halt echt noch was gehen. Und ich kann nachher auch Handel treiben dort. Anad? What? And what can the Dawi do for you on this fine day? Won't happen. Yes, Dawi from another hold arrive. Tis a great day. Not by me. Money 500? Bist du mit 500 einverstanden? Nein. 400? Ich will einfach mehr als 300. Was? Achso, anbieten. Nein, ich will. Ich dachte schon, what the fuck? Alright. Jetzt haben wir trotzdem 300. Naja, egal. Hi. What?
Das wird den Rotaugen nicht passen. Es ist auch egal. Ist halt, die müssen sich halt damit abfinden. Scheiß. Scheiß heute. Trunks, grüß dich. Und ist echt cool, dass du so viel streamst. Danke da. Gerne. Ich mach's einfach gerne. Gibt vielleicht auch eine Zeit, wo ich wieder mal weniger streame insgesamt. Aber aktuell stimmt es einfach so, wie es... Nein! Zulfbar! Kann ich das noch schnell einnehmen gehen? Dann bin ich halt wieder vor den Vampiren. Die Vampire sind schon sehr aggressiv unterwegs. Mir geht's sehr gut selber. Selber auch gut. Okay. Mutig. Wenn nicht sogar töricht. Ja, wir verschanzen uns wieder in der Ecke. Das hat ja vorhin im Tunnel sehr gut funktioniert, tatsächlich. Zwar nicht die feine Art zu kämpfen. Der springende Punkt ist aber, ich würde mich ja, theoretisch würde ich mich ja strategisch auch woanders hinstellen. Also ich würde ja, was haben wir hier? Hier haben wir, hier ist die Siedlung. Das kann man viel besser verteidigen, wenn man davor steht. Oder auch hier. Hier ist der Durchgang. Hier zu kämpfen, ein schmaler Grat, wo die Anzahl der Feinde nicht so gewichtet. Würde ich persönlich ja dann doch eher bevorzugen. Kann ich ja aber nicht machen. Darf ich ja nicht. Deswegen machen wir es halt so. Unsere Zwergenfreunde hier so hinstellen. Und let's go. Gutri, mein guter Murgrimmel. Ja, er sieht schon cool aus, ne? Er sieht schon cool aus. Kann man schon sagen. So. Ja, was schießt er denn aktuell? Das ist nicht so eine gute Idee hier. Das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Die stehen auch viel zu breit. Jungs, Ork-Jungs. Alles Ork. Also eigentlich ja Ork-Jungs. Wie auch immer. Hier habe ich die Möglichkeit, noch die Dings zu treffen. Autsch, das tat weh. Blut auf dem weißen Schnee. Was ich für ein komischer Typ bin, dass ich solche Dinge amüsant finde. Was das über meine Persönlichkeit wohl aussagt. Wie ich dazu gekommen bin mit den Let's Plays und so. Ich weiß nicht. Wenn man YouTube und Streaming, wenn man selber viel guckt und so. Ich glaube, du kommst irgendwann selber mal auf den Gedanken zu sagen, hey, ich will das auch mal probieren, mal gucken, ob ich ankomme. Ob die Leute mich cool finden, das cool finden, was ich mache. Dann versuchst du einfach. Und ja, here we go. Ich glaube, der PC kommt nicht so ganz damit zurecht, dass ich mich da in der Ecke aufgestellt habe. Er möchte mich halt umlaufen, das kann aber nicht. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Schade. Dark Soul, Feierabend, jetzt ganzen Stream genießen. Na dann, herzlich willkommen, Hallöchen.
Schon mal Kritik oder negative Erfahrungen gemacht? Ja klar, das ist das Internet. Da hast du so schnell, da kriegst du so schnell ein dickes Fell im Netz. Das ist wie Essen im Kühlschrank, das zu lange steht, ne? Das kriegt auch ganz schnell ein dickes Fell. Nur mein Fell ist nicht ungesund. Ich habe zwei Kanäle auf YouTube. Ich habe einen Let's Play-Kanal und einen Guide-Kanal. Nexus Gaming als Guide-Kanal und Nexus Gaming LP für die Let's Plays. Wo ich einfach solche Sachen wie das hier gerade, wenn man auf dem Let's Play-Kanal unterwegs ist, dann denkt man sich, haha, ich habe den schon lange abonniert, ich kenne den schon lange. Aber ich mache sehr wenig Werbung für den Let's Play-Kanal tatsächlich. Da bin ich auch sehr unregelmäßig. Ich habe auch schon gute Kritik gekriegt. Ich kriege von euch allgemein sehr viel positive Feedback, nenne ich es mal. Kritik ist in der Regel meistens was, was man zu beanstanden hat. Das können wir eigentlich hier wieder machen, oder? Kommt ihr drüber? Ich ziehe die ein bisschen weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, je weiter hinten ich es mache, desto besser. Obwohl, das ist... ist mega knapp über den Zwergen, ne? Das blockiert, er kann nicht schießen. Warum, weiß ich aber auch nicht. Dann schieß auf die. Passt schon. Unser Kommandant zerreißt gerade den anderen. Das ist kein Problem. Von mir immer positiv. Wenn euch was nicht passt, dann dürft ihr das auch sagen. Also, Kritik ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber wie man so schön sagt, der Ton macht die Musik. Und es gibt halt Leute, die können das einfach nicht anständig... kriegen das nicht anständig gebacken, Kritik zu äußern. Ich habe nichts gegen Kritik, wenn man sagt, Nexus, du musst mehr erklären in den Let's Plays, zum Beispiel, gerade bei Total War. Dann sage ich, ja klar, okay, das mache ich, das stimmt. Und das war auch so, Leute haben gesagt, du, ich guck dir gerne zu bei Total War, aber du erklärst ein bisschen wenig und ich kenne das Spiel nicht. Es wäre schön, wenn du ein bisschen mehr erklären würdest. Tja, und dann habe ich gesagt, okay, dann erkläre ich ein bisschen mehr. Und jetzt probiere ich halt mehr zu erklären. Es fällt mir selber noch auf, dass ich nicht... Das schaffe ich nicht immer. So. Könnt ihr jetzt ballern? Nein, die sind immer noch blockiert. Wie weit nach hinten müsste ich dann... Er jagt sie halt trotzdem durch, weil das... Ach, so ist das. Okay, warte kurz, dann... Es war zu nah, er konnte den tiefen Winkel nicht nehmen. Hab für Destiny einige ganz von ehrlich, kann man nicht schlauer werden. Okay, ja, du musst vielleicht auch schon im Spiel drin sitzen. Ob ich einen guten PC empfehlen kann, da bin ich ja eine falsche Ansprechperson, sorry. Nein, Bratwurst. Keine Ahnung. Arno, das sind aber auch so interessante Spiele grundsätzlich. Wir richten sie hin, dass ich für 4 Runden noch mehr Führherrschaft habe. Nennt man das eigentlich Führherrschaft? Ich bin nie ganz sicher. Da kommt. Guck, da kommt der Große. Da kommt der angerannt. Ich bin froh, dass ich hier noch Truppen reingesetzt habe. Ich glaube, ich werde sogar noch mehr Truppen reinsetzen. Ich denke, das wird mein Bollwerk der Verteidigung sein hier. Ja, Plattenrüstung. That
Ist halt die Frage, will ich den auslöschen oder mehr Truppen bauen, um das gegen den zu verteidigen? Mit 7 bin ich schon ein bisschen wenig. Wir bauen noch eins, von dem sind 200. Dann zwei Zwerge, das, dann sind wir bei 300, 400, 460. Das ist ein ordentliches Stück natürlich. Nicht wahr. Zulfbar hat das sofort eingenommen. Ach nee, das gibt's nicht. Ja, das kämpfen wir kurz. Oh, das ist jetzt ein. Das ist ein. Oh, das ist ein Dilemma. Das ist jetzt ein Dilemma. Moorschatz, oh, Moorschatz, Moorschatz. Auf die Moorschatz gehen wir. Das sind die Stärkeren. Nach Möglichkeit immer zuerst die Starken niederschießen. Also wenn es zum Beispiel Infanteristen sind, weil es halt einfach Sinn macht, die schon mal vorab zu töten. Man sieht es ja auch, ne? Die sind kaum gepanzert, Schild. Währenddessen die hier schon ein bisschen mehr rumrennen. Wenn ihr so doof rumrennt, dann schieße ich halt mit beiden auf den. Was fährst du jetzt? Nicht fahren, einfach schießen. Sehr gut. Einfach noch ein bisschen auf die ballern, die hier gerade am Fliehen sind. Und auf den Kommandanten. Damit die möglichst schnell Panik kriegen. Beziehungsweise, wenn ich den Kommandanten noch schaffe zu töten. Was nicht allzu schlecht aussieht, weil er gerade brutal viel Schaden von den Dings kriegt. Ein ordentliches Stück geht er noch. Ist der Kommandant erstmal tot? Hm, reicht gerade nicht. Schade eigentlich. Sehr gut. Gar nicht viel verloren so. Tja, ich stecke jetzt ein bisschen in einem Dilemma.
greife ich die Rotaugen noch an oder nicht? Kannst du das Icecode etwas erklären und deine Einheiten so können machen? Ja, je nachdem, welche Fraktion du spielst, hast du andere Einheiten. Zwerge haben logischerweise Zwergenkrieger, Katapulte und Armbrustschützen und Co. Die Vampire haben eher so Monster, Untote, Skelettkrieger. Ja, da hat jeder was anderes. Das macht das Spiel so wahnsinnig interessant. Und... einen Moment, ich will das auch möglichst schnell ausbauen. Docken die zwei eigentlich aneinander, dass ich mit denen handeln könnte? Nein. Hätte ich die Möglichkeit, eine Konföderation zu machen? Ja. Soll ich das tun? Ja, ich tue das. Lass eine Konföderation machen, mein Freund. Und ich guck, dass ich mit den Vampiren gut hinkriege. Nein! Eine fucking Konföderation! Kann doch nicht so schwierig sein. Gut, so. Yes. Speak thy insults, Stuntling. Let me hear thy pleas, for it is music to mine ears. Bow, betent me not, dwarf. My patience grows short. Darkness comes. Speak thy insults, Stuntling. Let me hear thy pleas, for it is music to mine ears. So. Eben Eidgold kannst du dann Rüstungen schmieden. Waffen schmieden und so, wenn du die notwendigen Ressourcen hast und genug Eidgold. Kannst auch hier unten ein bisschen einfacher. Die Seltenheitsstufe ist natürlich weiß, grün, blau, lila. Und ich peile gerade Lila an. Ich bin mir am überlegen, ob ich auf die Fall losgehe und ob ich das kommt. Ich meine, ich habe den Berg jetzt theoretisch. Was ich jetzt halt machen muss. Was ich aktuell machen muss, ist... Ich muss gucken, dass ich mit den Vampiren nicht in einen Krieg gerate. Ich hoffe, dass die mir nicht sofort den Krieg erklären. Do not underestimate the danger thou art in, mortal. Mein Patience. Ich biete dir ein bisschen Geld an. Ich trete. Die sterben eh. Die haben keine Chance, weil sie. Da gehen beide drauf los, seht ihr's? Beide gehen auf die los. Und auch dir ein kleines Geschenk. So, jetzt bessert sich das mit den Vampiren. 35, 45. Auch weil ich mir Tempelhofkrieg habe. Die kämpfen jetzt gegen mich und die anderen zwei. Die gehen eh unter, die haben keine Chance, weil es ist 2 gegen 1. Aber sie mögen mich. Wenn ich mit ihnen Krieg gegen die führe, mögen sie mich mehr. Jetzt ist die Kernfrage. Die Rotaugen. Was mache ich mit den Rotaugen? Ich möchte sie nicht gewähren lassen, eigentlich. Oh, das ist aber gut ausgebaut. Und Eichenhammer sieht auch ganz stabil aus. Wir bereiten uns für den Worst Case vor, falls es sich doch entscheidet anzugreifen. Bauen wir es zumindest mal auf. Ich bin sehr unsicher. Wir
Wie sieht es eigentlich hier oben aus? 13, 9. Hier wird es wahrscheinlich eine Rebellion geben, da komme ich nicht drum rum. Das muss ich 5 Runden aushalten, nachdem kann ich 3 Runden das machen. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Wir machen aber gut Geld. Dann ist Dankeschön für den Resub. Dankeschön für 14 Monate. Moin, Next. Wie geht's gut? Dankeschön. Wie geht's dir? Welche Stärkenrang haben die denn? Welche? Die Vampire oder die Rotaugen? Das muss ich gleich gucken. Ja, das machen wir nicht. Ich bilde hier eh noch Einheiten aus. Okay, er führt Krieg gegen oben. Sie haben mir den Krieg noch nicht erklärt. Das ist gut. Weil wenn wir Krieg haben, ist es so schwierig, den Krieg wieder aufzulösen und Frieden zu haben. Ich will nicht auf den Boden da und die wollen nicht auf meine Berge. Sollen wir doch in Frieden das aufteilen, das juckt mich nicht. Ist er von der Bandscheibe ganz okay? Okay, gute Genesung, gute Besserung. Mein Herr. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Das ist, das ist schon perfekt. Ich könnte sie im Hinterhalt erwischen. Ich könnte sie ganz... Aha. Hi. Der ist im Krieg mit denen. Greetings, let us speak. Darkness, mortals, thou bow! Thou shalt treat me! Weil ich die Konföderation geschlossen habe, habe ich jetzt natürlich Unordnung. Das wirkt sich bedingt gut aus. Das sind minus 40, aber nachher bin ich die 8 wieder los. Dann stabilisiert sich das wahrscheinlich wieder. Mit 10 kriege ich eigentlich Unterstützung noch. Es sind halt 20, aber es sind halt nur Ork-Jungs. Die sind halt nur da drin. 10. Wenn ich mit dem den töte, könnte ich hier nochmal Bergwerker freischalten. Die könnte ich als Söldner hier rekrutieren, dann würde ich mit 11 angreifen. Dann ist es machbar. Oder machbarer. Minus 8. Meine Sorge ist halt, dass er hier rüber geht und das angreift. Ne? Das kann ich beides verteidigen, wenn ich drin sitze. Wie viel mit 14 gehe ich auf 20 los, die bereits angefragt sind? Ich kann dem das nicht überlassen. Unter keinen Umständen. Warte mal kurz. Anat, the slayers of Karak Kadrin greet you, Clans Dwarf. Begone. Aye. Aye.